Rahmen. Und hier im Plenarsaal ist gerade der nächste Tagesordnungspunkt aufgerufen worden. Der Bundestag berät jetzt abschließend über den Einsatz von bis zu 100 Bundeswehrsoldaten im Irak. Sie sollen kurdische Streitkräfte für den Kampf gegen die Terrororganisation IS ausbilden. Die Mission ist rechtlich umstritten, weil sie weder unter dem Dach der Vereinten Nationen noch im Auftrag von EU oder NATO stattfindet. Die Debatte ist gerade eröffnet und der erste Redner ist Rolf Mützenich für die SPD-Fraktion. Hätten auch damals schon äußern können. Und ich finde, das gehört zu einer ehrlichen Debatte mit dazu. Dann gibt es die Ratschläge, dass gesagt worden ist, Sie können ja fragen oder Sie können ja auch vielleicht gleich in der Debatte noch mal etwas dazu sagen, die sagen, wir müssen den europäischen Rahmen suchen. Das mag sein. Aber ich finde, der Außenminister hat doch gestern im Auswärtigen Ausschuss, auch das sollten wir heute hier der Öffentlichkeit deutlich sagen, angedeutet, wie schwierig dieser Prozess mit den europäischen Partnern ist. Das gehört zur Ehrlichkeit mit dazu, weil unterschiedliche Regierungen vielleicht auch unterschiedliche Ziele damit verknüpfen. Nur der entscheidende Punkt, und Sie diskutieren ja rechtlich, und das hat der Kollege Schmidt ja in der ersten Beratung gesagt, dann, finde ich, müssen Sie zum Beispiel auch das Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hier zitieren, die nämlich eben gerade sagen, dass Europa aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts kein System kollektiver Sicherheit bis zum jetzigen Zeitpunkt ist. Und ich finde, was Sie immer behaupten, dass wir dann rechtlich an dieser Stelle dann auf der sicheren Seite wären, ich glaube, Sie machen sich nur einen schlanken Fuß, damit Sie an diesem Mandat heute nicht mitwirken. Deswegen finde ich, ist sozusagen das, was die Bundesregierung heute vorgelegt hat, eine rechtlich einwandfreie Herleitung. Und sie bietet eben auch Möglichkeiten der Mitberatung. Und letztlich besteht eben das System auch darin, dass uns eine legitime Regierung und letztlich auch ein irakisches Parlament gebeten hat, an dieser Ausbildung mitzuwirken. In der Tat, der Beitrag Deutschlands ist kein überragender Beitrag, aber ist das, was wir zurzeit liefern können. Und ich finde, er ist auch richtig begründet. Aber in dieser Debatte, finde ich, sollten wir auch mit überlegen, was wir auch in der Vergangenheit, und das sollten wir selbstbewusst tun, auch unternommen haben. Wir haben eine Menge bei dem gezielten Aufbau, bei humanitärer Hilfe, bei der Unterstützung der Aufnahmeländer in dieser Region, die die Hauptlast letztlich auch der Flüchtlinge tragen, unternommen. Und insbesondere eine Diskussion, die ich mir vor mehreren Jahren nicht für möglich gedacht habe, dass auch hier in Deutschland ein Großteil der Menschen bereit sind, gerade Flüchtlinge in Not, auch hier eine gewisse Heimat oder möglicherweise eben auch keinen dauerhaften Aufenthalt zu ermöglichen. Das finde ich, das geht von dieser Debatte aus. Und am Schluss, Frau Präsidentin, wenn ich dies noch erwähnen darf, neben der guten rechtlichen Herleitung, die die Bundesregierung mit auf den Weg gebracht hat, gehört genauso zu einer ehrlichen Debatte über diese Region, dass wir uns demnächst darüber unterhalten müssen, ob die ein oder andere Regierung in dieser Region nicht erneut möglicherweise eine Situation herbeiführt, wo noch mehr Gewalt in diese Region hineingetragen wird. Mir machen schon große Sorgen autoritäre Regierungen, die keine Rücksicht auf die Menschenrechte nehmen. Und darüber sollten wir im Deutschen Bundestag auch eine ehrliche Diskussion führen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Rolf Mützenich war das, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Ja, Deutschland hat neben humanitärer Hilfe bislang ja Waffen im Wert von 70 Millionen Euro an die Kurden geliefert. Jetzt soll also der deutsche Beitrag ausgeweitet werden mit dieser Ausbildungsmission mit bis zu 100 Soldaten. Der nächste Redner jetzt, Jan von Aken für Die Linke. Die ganze Hochachtung gilt wirklich den Frauen und Männern, die in den letzten Monaten gegen die Menschenfeinde von ISIS gekämpft haben, dabei ihr Leben riskiert und zum Teil auch ihr Leben verloren haben. Biji Kobane. Jetzt zu Ihrem Antrag. Sie wollen 100 Bundeswehrsoldaten in den Nordirak schicken, um dort kurdische Peschmerga auszubilden. Dieser Einsatz ist grundgesetzwidrig. Er ist aber auch politisch falsch, weil Sie damit ISIS auf Dauer eher stärker machen und nicht schwächer, weil Sie damit die Spaltung des Iraks vorantreiben.
Zur rechtlichen Frage muss ich nicht viel sagen. Das ist in den letzten Tagen alles ausgeführt worden. Auch viele Abgeordnete bei SPD und CDU und CSU sind der Meinung, dass dieser Antrag gegen das Grundgesetz verstößt, weil er eben nicht im Rahmen eines kollektiven Sicherheitssystems stattfindet. Wenn Sie das jetzt hier durchwinken, dann haben Sie einen Präzedenzfall, der uns in den nächsten Jahren immer wieder einholen wird. Das allein wäre für uns schon Grund genug, diesen Antrag abzulehnen. Aber er ist, wie gesagt, auch politisch falsch. Denn ich bin überzeugt davon, ich werde das gleich auch im Detail begründen, dass Sie damit ISIS auf Dauer tatsächlich stärker machen und nicht schwächer machen, unter Mütze nicht. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass Sie sehen müssen, dass manchmal ein militärischer Beitrag ein politisches Ziel unterläuft und kaputt macht. Genau das ist hier der Fall. Sie haben es völlig richtig beschrieben. Ich glaube, wir sind uns alle einig hier. Es gibt einen zentralen Grund dafür, warum ISIS im Irak so stark ist. Das liegt doch daran, dass in den letzten Jahren die sunnitischen Muslime im Nordirak komplett ausgegrenzt worden sind, dass die Zentralregierung in Bagdad alle lukrativen Posten, die gesamten Öleinnahmen, den gesamten Reichtum des Landes auf die Schiiten, zum Teil noch auf die Kurden verteilt hat. Die Sunniten sind völlig leer ausgegangen. Als ich Anfang des letzten Jahres dort durch die Region gefahren bin, auch durch Mosul, da ist mir ein Hass auf die Schiiten entgegengeschlagen. Das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Und es ist doch genau dieser Hass, der der Nährboden dafür ist, dass jetzt ISIS militärisch so stark geworden ist. Sie sind mittlerweile in der Breite dort im Nordirak verankert. Sie haben die Unterstützung der lokalen Bevölkerung. Und wenn Sie ISIS militärisch bekämpfen wollen, dann geht es nur, wenn Sie endlich diesen Hass wieder wegbekommen, indem Sie eine inklusive, eine breite, eine faire Regierung in Bagdad installieren, wo der Reichtum fair aufgeteilt wird, zwischen Kurden, zwischen Schiiten und Sunniten. Das muss doch das politische Ziel sein. Da haben Sie doch völlig recht. Herr Mützenich, das große Problem ist doch, dass es eine ganz große Kraft im Irak gibt, die genau dagegen arbeitet. Und das ist Massoud Barzani, der Präsident der nordirakischen kurdischen Autonomieregierung. Barzani lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass er eine Autonomie, einen eigenen Nationalstaat der Kurden im Nordirak möchte. Er möchte die Abspaltung vom Rest Irak. Seit Monaten bringt er eine Volksabstimmung in der Autonomieregierung ins Gespräch. Und wozu das führt, das wissen wir alle. Wenn der Nordirak sich abspaltet, dann zerfällt der Rest Irak und wir haben ein Desaster, von dem wir uns über viele Jahre nicht erholen werden. Und genau den Barzani haben Sie mit Waffen beliefert. Genau den Barzani wollen Sie jetzt weiter militärisch ausbilden und ausrüsten. Damit treiben Sie doch nur noch mehr Sunniten wie ISIS in die Arme. Damit werden Sie ISIS auf Dauer wirklich stärker machen, weil Sie die Abspaltungstendenzen im Irak stärken und eben nicht die Vereinigung der drei verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das ist Ihr grober Fehler, den Sie machen. Selbst wenn Sie im Prinzip für Waffenlieferungen sind, wenn Sie für Bundeswehreinsätze sind, dann ist dieser Einsatz doch genau der falsche. Sie bilden hier die falschen Leute für die falschen Zwecke aus. Noch einen letzten Punkt möchte ich machen, denn es gäbe ja auch sehr vieles, was Sie im Moment tun könnten, um ISIS militärisch zu schwächen. Aber all dieses Richtige und Gute tun Sie nicht. Sie könnten zum Beispiel die direkte Unterstützung für ISIS austrocknen, die Geldquellen, aber auch der Nachschub an Kämpfern und an Waffen. Noch immer können die Dschihadisten mit ihren Waffen über die Türkei nach Syrien einreisen. Sie können gar nicht so schnell in Erbil ausbilden, wie Sie über die Türkei wieder nachwachsen. Da haben Sie überhaupt keine Chance dagegen. Das heißt, wenn Sie wirklich effektiv auch militärisch gegen ISIS vorgehen wollen, dann machen Sie die Grenzen zu, dann machen Sie endlich Druck auf die Türkei. Dafür hätten Sie sogar ein UNO-Mandat. Für einen Bundeswehreinsatz im Nordirak haben Sie keine gesetzliche Grundlage bei den Vereinten Nationen. Es gibt genau eine Sicherheitsratsresolution der Vereinten Nationen, die hier einschlägig ist. Und da geht es darum, den Zufluss internationaler Terroristen zu behindern. Stoppen Sie doch endlich den Zufluss der ISIS-Terroristen über die Türkei. Machen Sie endlich Druck auf die Türkei, die Grenze zuzumachen. Damit bekämpfen Sie ISIS. Aber lassen Sie die Bundeswehr daraus. Damit sind wir genau beim Kern des Problems, das Sie immer aussparen. Sie haben über die Golfstaaten geredet, Sie haben über Iran geredet. Warum reden Sie nicht über die Türkei? Es ist die türkische Regierung, die eines der Hauptprobleme ist, die bis heute sagt, unser Hauptfeind ist nicht ISIS, unser Hauptfeind ist Assad und es sind die Kurden. Und solange die Grenzen von der Türkei zu den kurdischen Gebieten dicht sind, es ist vorgekommen, dass Verteidigerinnen, schwer verletzte Verteidigerinnen von Kobane, gestorben sind am türkischen Grenzposten, weil die Grenze zu war und ein paar Kilometer weiter konnte ISIS samt Waffen über die türkische Grenze gehen. Genau das müssen Sie verändern. Ich finde, das ist die Hauptaufgabe des Bundesaußenministers, diesen Druck auf die Türkei so weit zu erhöhen, dass ISIS nicht noch weiter und stärker wird. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland keine Waffen mehr exportieren sollte, nicht in den Irak, auch nicht in die Türkei. Dankeschön.
Jan van Aken war das, der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion. Und der nächste Redner hier in der Aussprache, Henning Otte, er ist der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Dienstag sagte unser Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert auf einer Gedenkveranstaltung hier im Deutschen Bundestag zur Befreiung des KZ Auschwitz: Verantwortung zu übernehmen ist ein persönlicher Akt, aber dieses zu fördern und zu ermöglichen gehört zu den zentralen Aufgaben des Staates. Meine Damen und Herren, Deutschland übernimmt Verantwortung auch als Partner einer Verantwortungsgemeinschaft. Deutschland übernimmt Verantwortung für das Leben von Christen, von Jesiden, von Kurden und Moslems. Und wir verstecken uns eben nicht hinter Zweifeln, hinter einer Ideologie, sondern wir stehen dazu. Und Sie, Herr van Aken, das haben Sie eben deutlich gemacht, Sie ducken ab vor Verantwortung. Der IS-Terrorismus versucht, eine ganze Region unter Kontrolle zu bringen, Menschen tief zu verunsichern, Männer und Menschen zum Konvertieren zu zwingen, Mädchen zur Sklaverei zu bringen, Homosexuelle von Gebäuden unter dem Anblick von vertieft verunsicherten Menschen von Gebäuden zu werfen. Davor können wir die Augen nicht verschließen. Und es ist der kurdischen Peschmerga zu verdanken, dass sie auch mit westlicher Hilfe erreicht hat, dass ein Stopp des Vorgehens des IS-Terrors gelungen ist. Und die Herausforderung ist, dass diese Kampfhandlungen auf einer Breite von 1.000 Kilometern stattfinden. Und hier haben wir auch bei einem Besuch mit unserer Verteidigungsministerin Frau von der Leyen deutlich bestätigt bekommen, dass eben die westliche Hilfe ein Beitrag dazu ist, diese Grausamkeiten zu verhindern. Und diese Ausbildungsmission der Bundeswehr ist ein Gradmesser für die Menschlichkeit, für die Verlässlichkeit und auch für die Verantwortung unseres Landes. Wir wollen ein Ausbildungszentrum betreiben, als ein Beitrag neben 60 anderen Nationen, damit die Peschmerga-Kämpfer noch effektiver vorgehen können. Dazu gehört Sanitätsausbildung, weil hohe Verluste zu verzeichnen sind durch schwere Verwundungen. Dazu gehört eine Mission zur Minenräumung, weil die Menschen, nachdem sie aus ihren Dörfern vertrieben sind, nicht mehr zurück können, weil dort eine Politik der verbrannten Erde durch verminte Dörfer vollzogen worden ist. Und auch hier leisten wir einen Beitrag. Es gehört auch dazu, dass wir im militärischen Know-how einen Beitrag leisten müssen. Es ist doch geradezu zynisch, den Menschen die Mittel zur Selbstverteidigung vorenthalten zu wollen. Meine Damen und Herren, und es gehört auch dazu, dass als Ultima Ratio auch Waffen vonnöten sind, um heranfahrende, mit Sprengstoff beladene LKWs auf Distanz zu halten. Und das wird eben auch erreicht mit einem Waffenmittel, das wir zur Verfügung stellen, mit einem Milan, um solche Selbstmordkommandos zu stoppen. Und wir fangen eben auch früher an mit einer Mission, damit wir nicht in die Situation kommen wie in Afghanistan, wo ein Land völlig zerrüttet um Hilfe bittet, sondern wir versuchen jetzt einen Beitrag zu leisten, damit wir dieses Land, den Irak, weiter stabilisieren können. Es ist so, dass offensichtlich der Terrorismus, ob unter Al-Qaida oder IS, wie ein Franchise-Unternehmen unterwegs ist, in allen möglichen Ländern versucht, Filialen zu eröffnen. Und diesem Geschäftsmodell müssen wir gemeinsam als Verantwortungsgemeinschaft einen Riegel vorschieben. Nur wer glaubt, sich raushalten zu können, wird noch lange nichts verbessern auf dieser Welt. Ja, wir müssen aktiv werden. Wir müssen auch deutlich machen, dass die innere Sicherheit für unser Land von besonderer Bedeutung ist und dass wir, wenn Maßnahmen notwendig sind, diese auch bereit sind umzusetzen, wie zum Beispiel die Vorratsdatenermittlung zur Ermittlung von schweren Straftaten und von terroristischen Anschlägen. Ich glaube, das sind wir der Sicherheit unseres Landes schuldig und auch für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Meine Damen und Herren, oftmals
ist doch in der Debatte um die 68er-Generation der Eindruck vermittelt worden, Freiheit und Sicherheit heben sich einander auf oder blockieren sich. Ich glaube, wir stellen fest, dass nach den Anschlägen von Paris deutlich geworden ist, Freiheit gibt es eben nur mit Sicherheit und in Sicherheit. Und deswegen ist es gut, dass wir hier dann heute auch diese Debatte führen über eine Stärkung der Ausbildungsmission im Irak. Meine Damen und Herren, Deutschland ist bereit, 100 Soldatinnen und Soldaten in ein Mandat zu entsenden, das eine Ausbildungsmission ist, verbunden mit 60 Partnerländern. Hier gilt es darum, sich einem Terror entgegenzustellen, für die Sicherheit unseres Landes einen Beitrag zu leisten. Der Theologe Georg Picht sagte einmal, wer die Verantwortung in der Welt bejaht, darf sich der Last, die sich daraus ergibt, nicht entziehen. Und deswegen handeln wir und deswegen reden Sie in der Opposition. Wir bitten um Zustimmung dieses Mandates. Herzlichen Dank. Henning Otte war das für die Unionsfraktion. Ja, es wird heute ja abschließend beraten über diese Mission. Das heißt, der Bundestag wird hier im Anschluss an diese Debatte namentlich abstimmen. Jetzt der nächste Redner, Omid Nuripur wird es sein, für die Fraktion Bündnis 90, die Grünen, der außenpolitische Sprecher. Sicher ist die Befreiung von Kobane eine hervorragende Nachricht. Und ich finde es richtig, dass man sie auch feiern muss. Auch wenn man weiß, dass ISIS weiterhin ein Drittel des Territoriums von Syrien und Irak besetzt. Und wenn man sich die humanitäre Katastrophe anschaut, die diese Barbaren hervorgebracht haben, dann fehlen jemand manchmal die Worte, um sie zu beschreiben. In einer solchen Situation muss man handeln. Da sind wir uns alle einig. Wie man genau handelt, darüber muss man streiten. Dass man zu verschiedenen Meinungen kommen kann, das verstehen wir. Wir Grüne haben da gute Erfahrungen damit gemacht. Und wir haben natürlich Respekt vor der Meinung von denjenigen, die zu einem anderen Ergebnis kommen, egal ob bei uns oder in anderen Fraktionen. Wir wissen, dass man ISIS nur militärisch stoppen kann. Und wir wissen, dass man dafür auch Ausbildung brauchen kann. Das ist unsere Meinung. Wir haben das bereits Anfang September in unseren Entschließungsantrag hier eingebracht. Wir haben es auch auf dem Parteitag beschlossen. Wir werden uns mehrheitlich heute enthalten. Ich werde Ihnen sagen, warum. Es gibt vier Gründe, die sehr, sehr klar mit der Art und Weise des Mandats, das die Bundesregierung nun vorlegt, zu tun haben. Erstens, ja, Ausbildung ist notwendig. Aber muss man nicht vorher sagen, wen man ausbildet? Wir haben überall nachgefragt. Ich habe es hier schriftlich. Die Bundesregierung kann diese Frage nicht beantworten. Muss man nicht beantworten, woran ausgebildet wird? Kollege Mützenich, Sie haben gesagt, an Defensivwaffen. Kann sein, kann nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen hier vorlesen, was die Bundesregierung dazu sagt. Da ist keinerlei Antwort dabei. Muss man nicht sagen, was das Ziel ist? Haben wir nicht in den letzten Jahren gelernt, dass Auslandseinsätze ein klares Ziel brauchen, damit man auch irgendwann mal weiß, wann man sie beendet? Fehlanzeige, komplette Fehlanzeige. Es gibt aber noch ein Novum. Das habe ich auch noch nie erlebt. Wir schicken mandatiert Soldatinnen und Soldaten. Das heißt, es kann sein, dass sie in Kampfhandlungen geraten. Sonst müsste man ja nicht mandatieren. Wir schicken jetzt, das habe ich heute bekommen, wir schicken heute Soldatinnen und Soldaten und die Einsatzregeln gibt es noch nicht. Es gibt noch nicht einmal Einsatzregeln. Ich finde, das ist nicht unbedingt verantwortlich den Soldatinnen und Soldaten gegenüber, die wir in der Rechtsunsicherheit schicken. Wir schicken sie in einen Einsatz, ohne dass es Einsatzregeln gibt. Das ist schlicht unverantwortlich. Der zweite Grund ist, da haben das alle gesagt, die irakische Armee, die irakischen Streitkräfte sind Teil des Problems gewesen in der Vergangenheit. Wir haben ganz dringend notwendig, dass es in diesem Land eine gescheite Reform gibt des Sicherheitssektors. Denn genau die Art und Weise, wie sie aufgestellt worden sind, und da geht es nicht um Geld, ist Teil des Problems. Die Amerikaner haben 25 Milliarden Dollar in diese Armee investiert und alles darauf ankam, haben viele Soldaten, wenn sie dann nicht die Seiten gewechselt haben in Mosul, einfach auch noch die Uniformen und nicht nur die Ausrüstung hinterlegt. Deshalb muss man da was tun. Man muss dafür was tun, damit die Korruption in den Streitkräften aufhört. Aber was passiert stattdessen? Die irakische Regierung fordert von der EU inoffiziell eine Rechtsstaatmission und die Antwort der Bundesregierung ist nein. Das hat mit Sicherheitssektorreform überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur die Augen verschließen vor dem, was notwendig ist, dringend im Irak. Drittens. Die Rechtsgrundlage, der Kollege Mützenich, wenn es so klar wäre mit dem System kollektiver Sicherheit, dann frage ich mich erstens, warum
kommt die Bundesregierung in verschiedene Ausschüsse. In dem einen Ausschuss wird gesagt, die völkerrechtliche Grundlage ist im Übrigen Kapitel 7 der Vereinten Nationen, der Charta. Und in dem anderen Ausschuss wird gesagt, die Grundlage ist die Einladung der Bundesregierung, der Regierung Iraks. Entschuldigung. Ich frage mich noch, noch etwas, was ich auch noch nie gesehen habe. Es gibt jetzt, endlich haben wir es bekommen, eine rechtliche Auswertung des Auswärtigen Amtes über die verfassungsgemäße Grundlage dieses Einsatzes. Das haben wir bekommen. Kann man teilen? Muss man. Einen Tag vor der Abstimmung kann man richtig finden, muss man nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass eine rechtliche Ausarbeitung eines Einsatzes eingestuft wird. Das ist eine vertrauliche Grundlage. Warum darf die Öffentlichkeit dieses Papier nicht sehen, um sich selbst ein Bild davon zu machen, ob das jetzt nun verfassungsgemäß ist oder nicht? Und wie kommt es denn, dass der Kollege Mitzfelder heute Morgen sagt im Radio, ja, selbstverständlich, natürlich ist das politische Argument wichtiger als juristische Bedenken. Was ist das denn eigentlich für ein Verständnis vom Rechtsstaat, wenn man sagt, ich will aber etwas und das muss doch mal möglich sein und es ist doch völlig unabhängig davon, was denn eigentlich die rechtliche Grundlage ist? Und Sie wissen ganz genau, dass nicht das Lissabon-Urteil der Grund ist, warum wir jetzt nicht in die EU befasst wird. Das Lissabon-Urteil ist aus dem Jahr 2009. Es gibt mittlerweile ganz andere Strukturen in der EU, sondern wir wissen ganz genau, dass es darum geht, dass man ein bisschen Angst hat, dass man vielleicht andere Dinge tun müsste, die vielleicht notwendiger sind und nicht reinen Aktionismus. Und der letzte Grund ist, man kann sich, und das machen wir, darüber streiten, ob Waffenlieferungen Sinn machen oder nicht. Aber in Mandat reinschreiben, im Übrigen, soll der Bundestag jetzt absegnen, und zwar ganz pauschal, dass demnächst Waffen geliefert werden. Das steht einfach so drin, ohne dass ausgegliedert wird, was dort passiert, ohne dass darüber nachgedacht wird, was mit den bisherigen Waffen passiert ist. Wir wissen, es gibt so viele Berichte darüber, dass man einfach nicht weiß, wo sie sind. Und ohne dass man mal der Frage nachgeht, dass es jetzt wirklich einige Berichte gibt über Menschenrechtsverletzungen von kurdischen und irakischen Streitkräften und wie man denn damit umgehen will. Das ist alles andere als verantwortlich. Wir sind für Ausbildung. Das, was die Bundesregierung hier vorlegt, ist für die große Mehrheit meiner Fraktion nicht zustimmungsfähig. Und deshalb werden wir uns enthalten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Enthaltung also von der Fraktion Bündnis 90 Grünen hat hier Omid Nuripur angekündigt, der außenpolitische Sprecher, und dies auch begründet. Jetzt hören wir den nächsten Redner hier für die Unionsfraktion. Roderich Kiesewetter, er ist der Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, angesichts des millionenfachen Leids, das wir nicht nur medial erleben, sondern über sehr hohe Flüchtlingszahlen auch in Deutschland tagtäglich in unseren Kommunen mitbekommen, ist es wichtig, dass wir heute mit der Verabschiedung des Mandats ein Signal des Handelns zeigen. Es ist nicht nur das Mediale, was uns fassungslos macht, sondern es sind die Geschichten syrischer Familien, irakischer Familien, die uns in den Kommunen tagtäglich vor Augen führen, welches Leid dort geschieht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist gerade mal fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass bei der Münchner Sicherheitskonferenz unsere Bundesverteidigungsministerin und unser Bundesaußenminister deutlich gemacht haben, dass unser Land nicht dauerhaft gewisse Ereignisse auf der Welt von der Seitenlinie kommentieren kann, sondern dass wir sehr sorgfältig abwägen müssen, wo wir uns engagieren. Und diese Münchner Sicherheitskonferenz hat eben nicht dazu geführt, dass sich Deutschland stärker militärisch engagiert, sondern dass wir äußerst besonnen in unserem Land verschiedene Prozesse angestrengt haben. Ich erinnere an den Review-Prozess des Auswärtigen Amtes. Ich erinnere an den Weißbuchprozess. Ich erinnere an die Einsetzung der Rühe-Kommission. Alles Bereiche, wo wir uns als Parlamentarier intensiv Gedanken machen, wie wir unser Land strategisch in den außenpolitischen Herausforderungen besser aufstellen. Und das führt, lieber Herr Kollege Nuripur, eben auch dazu, dass wir uns Gedanken über die Mandatierung machen. Die Einsatzschwelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist mit der Ausbildungsmission im Nordirak nicht erreicht. Aber es ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir als Parlament setzen, dass wir bereit sind, eine Ausbildungsmission zu mandatieren, die im Grunde genommen der Stabilisierung einer Region im Norden des Iraks auf Einladung der irakischen Regierung, auf Aufforderung der Vereinten Nationen erfolgt. Und das gibt auch die Handlungssicherheit, die wir brauchen. Und das Mandat gibt die Rückendeckung
unseren Soldatinnen und Soldaten, die dorthin gehen, die Rückendeckung, die unsere Soldatinnen und Soldaten in einer Ausbildungsmission brauchen. Es ist kein Kampfeinsatz, es ist keine bewaffnete Auseinandersetzung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, in einer Ausbildungsmission gibt es bestimmte Regeln, und die Eigensicherung ist auch zulässig, aber mehr brauchen wir da im Moment nicht. Aber entscheidend ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten nachher auch die Operation in der Türkei Active Fence, dass wir vorbeugende Sicherheitspolitik machen. Und vorbeugende Sicherheitspolitik heißt, dass wir einen Rahmen schaffen, der bei einer möglichen Eskalation Rechtssicherheit gibt. Und das machen wir genau mit dieser Mission, und deswegen stimmen wir als CDU/CSU zu, und ich bin froh, dass die gesamte Regierungskoalition geschlossen hinter dem Einsatz steht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn die rechtlichen Voraussetzungen stimmen, und ich bin dem Bundesaußenminister sehr dankbar, dass er da gestern auch im Auswärtigen Ausschuss noch einmal für Klarheit gesorgt hat, müssen wir uns zwei Fragen stellen. Erstens, wird unser Einsatz gebraucht? Und zweitens, ist er politisch sinnvoll? Dass er gebraucht wird, zeigt allein die mangelnde Handlungsfähigkeit der irakischen Regierung und zeigt, dass wir mit Blick auf die Eroberung von Kobane die Kräfte, die die Staatlichkeit des Iraks schützen, stärken müssen. Ist er politisch sinnvoll? Wir müssen als Europäer deutlich zeigen, dass uns die Region, wo zurzeit die meisten Flüchtlinge der Welt herstammen, nicht gleichgültig ist, dass wir diese Region nicht sich selbst überlassen, dass wir aber auch nicht von außen massiv eingreifen, wie das im Jahr 2003 der Fall war, sondern dass wir Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und das müssen wir äußerst engagiert leisten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sollten aber auch als Angehörige dieses Parlaments uns Gedanken machen, wie lange der Entscheidungsprozess gedauert hat, von August bis jetzt in den Januar, fast 6 Monate. In dieser Zeit hat Dänemark versucht, mit uns gemeinsam diese Ausbildungsmission zu machen. Unsere Verfahren haben sehr lange gedauert. Daran ist nichts auszusetzen. Wohl aber sollten wir aufmerken, dass engste Bündnispartner und sogar Dänemark das der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU äußerst zurückhaltend gegenübersteht, dieses Verfahren zu lange gedauert hat. Dänemark hat sich nun einer gemeinsamen Mission mit Großbritannien angeschlossen. Ich rege deshalb an, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir auch mit Blick auf unseren Koalitionsvertrag darauf schauen, wie wir die europäische Integration vertiefen können. Und nun erlaubt der Vertrag von Lissabon vertiefte Integration von einzelnen Staaten, so wie wir ja auch jetzt 8 oder 9 Staaten der EU in der Koalition der 60 haben. Und diese Koalition könnten wir verknüpfen mit einem Instrument, das der Lissabon-Vertrag zulässt. Das ist die ständige strukturierte Zusammenarbeit. Lassen Sie uns gemeinsam ausloten, wie wir aus der Verantwortung heraus, die wir mit Besonnenheit und Augenmaß betrachten, hierbei europäische Partner gewinnen, wo wir gemeinsam Instrumente entwickeln, die europäische Sicherheitspolitik voranzutreiben, ohne dass wir unsere Parlamentsrechte verlieren, sondern dass wir, so wie in diesem Falle, um Mandate ringen und im Sinne der Sicherheit unseres Landes für die Stabilisierung dieser schwierigen Region beitragen. Abschließend, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, wenn wir als Parlament mit einer breiten Mehrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90, den Grünen, zeigen, dass wir hinter der Ausbildungsmission unserer Soldatinnen und Soldaten stehen und dass wir ihnen auch deutlich machen, dass sie eingebunden sind in ein Gesamtkonzept der freien westlichen Welt. Herzlichen Dank. Roderich Kiesewetter war das für die CDU-CSU-Fraktion, die letzte Rednerin hier in dieser Aussprache. Bevor dann abgestimmt wird, ist Julia Obermeier. Sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorgestern gedachten wir hier im Hohen Haus den Opfern des Nationalsozialismus. Der Bundestagspräsident hat in seiner Rede deutlich gemacht, was Auschwitz, was die Erinnerung an diesen Völkermord heute bedeutet. Er betonte dabei die besondere Verantwortung Deutschlands, solche Verbrechen nie und nirgendwo mehr zuzulassen. Daraus leite ich für die heutige Debatte ab, dass wir im Irak handeln, dass wir helfen müssen.
die ISIS-Schlechter richten auf menschenverachtende Art tausendfach Tod, Leid und Schmerz an. Amnesty International spricht von einer systematischen ethnischen Säuberung von historischem Ausmaß. ISIS macht ganze Dörfer dem Erdboden gleich. Die Männer werden ermordet, Mädchen und Frauen vergewaltigt und versklavt. Millionen von Menschen sind im Irak und in Syrien brutalster Verfolgung ausgesetzt. ISIS bedroht damit nicht nur die Stabilität der gesamten Region, sondern auch die internationale Sicherheitsarchitektur. Und zur Wahrheit gehört leider auch, dass sich diese Terrormiliz nicht durch diplomatische Gespräche stoppen lässt. In diesem Fall muss die Weltgemeinschaft zur Ultima Ratio greifen, zu militärischen Mitteln. Deutschland gehört zu den knapp 60 Staaten, die sich zusammengetan haben, um den Terror von ISIS zu stoppen. Die Beiträge der unterschiedlichen Nationen sind vielfältig. USA, Saudi-Arabien und Frankreich beteiligen sich an Luftschlägen. Kanada beispielsweise hat Spezialkräfte vor Ort. In unserem deutschen Beitrag sind wir großzügig mit Hilfslieferungen, offen für Waffenlieferungen und vorsichtig beim Einsatz von Militär. Deutschland ist einer der größten Geldgeber für die Flüchtlinge in der Region. Seit dem Ausbruch der Syrien-Krise 2012 haben wir den Menschen vor Ort mit über 600 Millionen Euro humanitär geholfen. Aber diese humanitäre Hilfe kann nur in sicheren, ruhigen Gebieten auch ankommen. So haben wir uns im Sommer nach gründlicher Abwägung für die Lieferung von Waffen, Munition und Ausrüstung entschieden. Damit unterstützen wir die Peschmerga, also diejenigen, die ISIS entgegentreten. Und diese Entscheidung beruhte auf der Überzeugung, unschuldiges Leben zu schützen. Die Richtigkeit dieses Schritts wurde auch von Papst Franziskus, aber auch von Personen wie Rupert Neudeck gestützt. Und das Engagement Deutschlands hat hier bereits einiges bewirkt. Durch die gelieferten Milan-Raketen können die rollenden Selbstmordkommandos von ISIS mit Sprengmaterial beladene Lastwagen gestoppt werden. Und auch einer der gelieferten Dingos konnte bereits Leben retten. Doch um gegen ISIS weiter bestehen zu können, benötigen diejenigen, die an vorderster Front kämpfen, nicht nur das richtige Material, sie brauchen auch die entsprechende Ausbildung. Und dazu gehört zum Beispiel die Verwundetenversorgung. Etwa 800 Kämpfer der Peschmerga haben ihr Leben verloren, weil sie direkt nach der Verletzung an der Front nicht die notwendige Wundversorgung erhielten. Und die Ausbildung in diesem Bereich durch die Bundeswehr kann Leben retten. Und dieses Ziel, Leben retten, verfolgen wir mit diesem Mandat. Es handelt sich um eine reine Ausbildungsmission, um keinen Kampfeinsatz. Es sind auch keine Partnering-Modelle, wie damals in Afghanistan geplant. Die Mandatsobergrenze ist mit 100 Soldatinnen und Soldaten eng, vielleicht zu eng begrenzt. Aber die Mission ist ein wichtiger Teil des deutschen Beitrags im internationalen Kampf gegen die ISIS-Terrormiliz. Und wir handeln hier auf Bitte der irakischen Regierung und der Regionalregierung von Erbil. Mit dieser Ausbildungsmission wollen wir dazu beitragen, die Region zu stabilisieren, Menschen zu schützen und insbesondere weitere Massenmorde zu verhindern. Deshalb bitte ich Sie um Ihre Zustimmung. Julia Obermeier war das für die CDU-CSU-Fraktion, die letzte Rednerin. Und jetzt wird der Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer die Abstimmung aufrufen.